Herr Rixinger, sind Sie eigentlich froh, nicht mehr Bundesvorsitzender der Linkspartei zu sein? Ich war gerne Bundesvorsitzender. Ich habe das 9 Jahre gerne gemacht. Jetzt genieße ich aber auch den zusätzlichen Freiraum und dass ich mich mehr um Stuttgart und Baden-Württemberg kümmern kann. Sie verdienen gut, wohnen in der Großstadt. Sind Sie einer dieser klassischen Lifestyle-Linken, vor denen Sarah Wagenknecht immer warnt? Auf keinen Fall. Ich war jetzt letzte Woche bei Streiks bei Coperion, war bei Streiks beim Einzelhandel. Ich fühle mich den Beschäftigten, den Verkäuferinnen, den Erzieherinnen, den Pflegekräften, den Leuten in der Metallindustrie verpflichtet. Das ist, durchzieht mein ganzes Leben und das wird sich auch nicht mehr ändern. Gegen Sarah Wagenknecht wollen einige Parteimitglieder ein Ausschlussverfahren anstrengen. Was halten Sie davon? Ja, ich glaube, das ist der falsche Weg. Wir sollten die intellektuelle und inhaltliche Debatte auch mit ihren Thesen, die meines Erachtens falsch sind, führen, aber nicht mit formellen Konsequenzen irgendwie darauf antworten. Ich glaube, das geht in die falsche Richtung. Herr Rixinger, können Sie sich vorstellen, dass ein rot-rot-grünes Bündnis nach den Bundestagswahlen an der Frage der Auslandseinsätze der Bundeswehr scheitert? Ich glaube nicht, dass es an der Frage der Auslandseinsätze scheitert, zumal wir dort ja in allen Einschätzungen recht behalten waren. Das sieht man ja jetzt an dem Resultat von Afghanistan. Ich glaube, viel wichtiger werden Fragen sein, wie kommt es zu einer Vermögensabgabe, zu einer Vermögensteuer? Haben die anderen den Mut, Reichtum gerecht zu verteilen, damit wir wirklich die vielen sinnvollen und wichtigen Investitionen in Bildung, Gesundheit, Pflege und so weiter tätigen können. Herr Rixinger, es endet ja gerade Ihre erste Wahlperiode als Bundestagsabgeordneter. Was hat sich als Ihre größte Fehleinschätzung des Abgeordnetendaseins erwiesen? Die permanenten Grenzüberschreitungen der AfD und Provokationen und dass sie bei ihren Wählern und Wählerinnen kaum geschadet haben. Also ich war schon überrascht, dass diese unverschämten, menschenfeindlichen Positionen nicht dazu geführt haben, dass die AfD maßgeblich zurückgegangen ist. Ertappen Sie sich manchmal bei dem Gedanken, dass es Bundestagsabgeordnete anderer Parteien gibt, denen Sie persönlich vielleicht näher stehen als einigen Parlamentariern Ihrer eigenen Fraktion? Näher stehen würde ich jetzt nicht sagen, aber es gibt andere Bundestagsabgeordneten, von denen ich Respekt habe. Und das kann man natürlich auch immer wieder äußern. Wenn Sie alleine zu entscheiden hätten, was würden Sie am Arbeitsalltag des Bundestages ändern? Ich glaube, wir brauchen mehr Raum für grundsätzliche Richtungsdiskussionen. Wohin soll denn die Gesellschaft gehen? Wie soll das Zukunftsprojekt aussehen, das wir politisch gestalten wollen? Wo sind die Unterschiede der Parteien? Es müsste ein stärkeres Ringen um Grundsatzpositionen geben. Es ist mir zu viel Klein-Klein. Wer im Bundestag ist eigentlich Ihr Lieblingspolitiker außerhalb der Linkspartei? Ich habe ein gutes Verhältnis zu Hilde Mattheis, die ich sehr schätze. Und ich schätze auch den Fraktionsvorsitzenden der SPD, den Kollegen Mützenich. Herr Rixinger, bitte ergänzen Sie für uns diesen Satz. Der Kommunismus ist für mich eine geschichtlich schwer belastete Vision, von der wir sehr weit weg sind. Und zum Schluss, Herr Rixinger, eine Frage, die wir allen unseren Interviewpartnern stellen. Was wären Sie heute, wenn Sie kein Politiker wären? Ich wäre vermutlich weiterhin Geschäftsführer des Verdi-Bezirkes Stuttgart und würde gerade die Streiks im Einzelhandel anführen. Auch keine schlechte Option.